Die ganze Meute ist aufgekratzt, alle Spieler auf dem Platz. Los, High Five, macht jetzt den Gegner nass. Die Meute ist aufgekratzt, alle Spieler auf dem Platz. High Five, wenn du bereit bist rauszugehen, gib High Five. Wenn du bereit bist rauszugehen, gib High Five. Wir spielen um eure Gunst, Basketball ist unsere Kunst. Jeder Sieg beflügelt uns, vor dem Block gibt's keine Angst. Ist mal die Hoffnung schwach, gib High Five noch nicht nach. Wir sind mutig, wir sind wach, vor dem Block gibt's keine Angst. Vor dem Korb, auf dem Parkett, bereit zum Sieg, wir tanzen mit dem Gegner Ballett. Wenn du bereit bist rauszugehen, gib High Five. Achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig, einunddreißig, zweiunddreißig, dreiunddreißig, vierunddreißig, fünfunddreißig, sechsunddreißig. Oh nein, meine Glücksbringerkette. Der Verschluss ist kaputt. Halb so schlimm. Du bist eine super Spielerin. Du brauchst keinen Glücksbringer. Gib sie mir. Ich leg sie auf den Altar, vor die Squig-Figur. Danke, Carlos. Fünfundvierzig, sechsundvierzig, siebenundvierzig, achtundvierzig, neunundvierzig, fünfzig. 5 Minuten Pause. Ich sehe mal nach, ob ich die Kette reparieren kann. Oh nein, sie ist verschwunden! Ist es noch weit? Wir sind schon fast da. Cool. Ich hab's. Ich hab die Website der Mayas gefunden. Oh. Genial, ein Video. Die Mayas sind eine der besten Mannschaften des Turniers. Ihr besonderer Trick ist der Quetzal-Quartel-Shot. Mehr Infos habe ich über sie nicht gefunden. Und anscheinend sind sie zu Hause noch unbesiegt. Klamotten haben die? Echt vintage? Wir sind die Mayas und wir werden euch auseinandernehmen. Potterpock! Ist das alles? Wir haben praktisch nichts erfahren. Ich habe mich über sie erkundigt. Ihre Spielweise ist sehr speziell, ähnlich dem Potterpock. Dem Potter was? Dem Potterpock. Das ist ein Ballspiel, das vor vielen Jahrhunderten im alten Maya-Reich sehr populär war. Soll das heißen, wir spielen gar nicht richtig Basketball? Doch, aber eine Mischung aus traditionell und modern, mehr weiß ich auch nicht. Das ist ja auch nicht so wichtig. Weil wir sowieso gewinnen. Meine Blase ist größer, Leo. Aber nicht mehr lang. Oh, ist das eklig. Das klebt überall. Kaugummi mit Agavensaft. Agaven? Eine Pflanze aus Mittelamerika. Sie wächst normalerweise... Wir sind da. Ja! Und wo ist das Spielfeld? Hier gibt's nur Ruinen. Hallo. Ja, Carlos, das ist aber lange her. Mann, hast du dich immer noch nicht ausgeklinkt? Basketball ist mein Leben. Schön, dich mal wiederzusehen, Toni. Du bist ein großer Spieler geworden. Für einen Basketballer bin ich ziemlich klein. Olok, hierher! Kaust du Agavenkaugummi? Woher weißt du das? Es tut mir leid. Mein Hund ist verrückt nach Agavensaft. Stimmt's, Bullo? Also, wo ist das Spielfeld? Da. Soll das vielleicht ein Witz sein? Ganz und gar nicht. Das ist ein offizielles Spielfeld des Basketballverbands. Aber ehrlich gesagt, Toni, dieses neumodische Pock-ta-Pock-Basketball finde ich ein bisschen nervig. Aber was soll ich machen? Die jungen Leute hier lieben die Folklore, die Rückkehr zu den Wurzeln und all das. Also spiele ich mit.
Der Ring ist mindestens 5 Meter über dem Boden. Außerdem steht er senkrecht. Für ein Dunking braucht man eine Feuerwehrleiter. Habt ihr die schrägen Ränder gesehen? Völlig unmöglich, hier zu spielen. Doch, das geht. Ach ja? Das will ich sehen. Wir beweisen es euch. Das ist Itze. Sie schlüpft durch die gegnerische Abwehr wie eine Schlange. Und das ist Tikal, unser Spezialist für Weitwürfe. Ganz schön weite Entfernung. Und das ist Pakal, unser Center. Sein Spitzname ist Bollwerk. Und der da, das ist Halak, genannt der Jaguar. Seine Sprungkraft ist phänomenal. Voll krass. Wirklich beeindruckend. Hey, der läuft zum falschen Ring. Wart's ab, du wirst schon sehen. Das ist Quetzal, der Kapitän und Spezialist für Quetzalcoatl-Shots. Wofür? Quetzalcoatl, der Wurf der gefiederten Schlange. Bravo, Mayas. Tolle Demonstration. Ihr beherrscht euer Spiel perfekt. Es wird schwer, euch morgen zu schlagen. Es wird schwer, sie zu schlagen? Bist du verrückt? Das ist vollkommen unmöglich. Da machen wir uns nur lächerlich. Total lächerlich. Hey, seht mal. Squeak, unsere verehrte Schutzpatronin, bring uns morgen den Sieg. Und bitte hilf mir, meine Glücksbringerkette wiederzufinden. Was machen die denn? Sie flehen die Göttin Squeak an. Das ist auch so eine neue Mode der Jugend. Sie rufen die alten Götter der Mayas an. Das tun sie bei allem, was sie vorhaben. Das finde ich ziemlich cool. Das ist nichts als Aberglaube. Wenn man ein Spiel gewinnt, verdankt man das nur seinem Talent und seiner Arbeit. Aber wenn du nicht dran glaubst, warum hast du so ein Ding auf dem Kopf? Das? Weil das Eindruck macht. Wir werden uns blamieren. Und ich sag, wir können gewinnen. Ich auch. Ihr träumt wohl. Das Spiel ist eine Herausforderung. Wir können sie entweder annehmen oder wir kapitulieren. Wie lautet eure Entscheidung? Wir nehmen die Herausforderung an und stampfen die Mayas zu Brei. Zu Mayonnaise! Okay, wir fangen mit 2- und 3-Punkte-Würfen an. Gibt's doch nicht! Oh, Mist, verdammt! Wieder daneben! Gebt nicht auf! Er geht doch schon wieder daneben! Einfach nicht. Das schaffen wir nie! Das ist physisch unmöglich! Ach ja? Dann seht mal her! Wenn ich das schaffe, könnt ihr das auch schaffen. High five, das reicht für heute. Wir haben fleißig trainiert. Jetzt müssen wir uns erholen. Gehen wir Abendessen. Also du glaubst, du wirst dieses Spiel gewinnen? Weißt du, wer ich bin? Du weißt, wer ich bin, oder? Oh Mist. Was treibst du denn da, Leo? Das war ein Unfall, Toni. Der Wurf der gefiederten Schlange basiert auf der Blumfeld-Gleichung. Aber ich glaube, wir verwenden hier lieber das Theorem von Cavanagh. Guckt mal her.
Wenn man den Ball mit 63 Stundenkilometern in einem Winkel von 48 Grad gegen die Wand wirft, müsste er nach 14-maligem Abprallen im Ring landen. Was sagt ihr dazu? Hallo, High Five. Seid ihr bereit für eine Lektion? Die Lektion werden wir euch erteilen. Ja, mit dem Theorem von Kavanagh. Wir werden euch... Womit? Dem Theorem von Kavanagh. Es geht um eine sehr weite Auslegung des Phänomens der... Schon gut, Stella. Ist nicht schlimm. Du hast recht, Rudi. Wir müssen ihnen ja nicht alles verraten. Bevor wir anfangen, möchte Leo den Mayas noch etwas sagen. Na los, mach schon, Leo. Spuck's aus. Ich hab was beschädigt. Euer Maskottchen, eure Göttin, Squeak. Was? Das war ein Unfall. Ich wollte sie noch sauber machen, aber... Oh, nein! Die Figur ist verschwunden! Gebt uns die Figur zurück! Hey, wir haben das Ding nicht. Lügner! Ihr habt sie gestohlen, um uns zu schwächen. Sag das nochmal! Hört auf! Stopp! Ohne die Figur spiele ich nicht. Dann steige ich lieber aus. Ich auch! Was? Was? Habt ihr den Verstand verloren? Wir brauchen die Figur nicht, um das Spiel zu gewinnen. Wie ist das? Wenn sie aussteigen, haben wir gewonnen, oder? Auf so einen Sieg bin ich nicht scharf. Ich will, dass wir regulär gewinnen. Ja, ich auch. Wir müssen die Figur wiederfinden, dann können wir spielen. Ja, aber wie? Ich weiß wie. Schieß los, lass hören. Also... Itzel, du musst mir deinen Hund leihen. Meinen Hund? Was hast du denn vor? Wozu brauchst du Bullock? Er kann uns helfen, die Figur wiederzufinden. An der klebt nämlich Agavenkaugummi. Danach ist er doch verrückt. Also müssen wir ihn nur an meinen Kaugummi schnuppern lassen. Dann führt er uns direkt zu der Figur und zum Dieb. Wie im Film. Okay, los, Buluk, schnüffel. Führ uns zu der Figur. Wie geht's? Er hat eine Spur. Los, hinterher. Kommt ihr nicht mit? Bestimmt nicht. Er läuft zum Tempel. Na und? Die haben die Hosen voll. Niemand geht in den Tempel. Das bringt nur Unglück. Da wimmelt es von bösen Geistern. Und wenn man sie stört, verfolgen sie einen bis ans Ende aller Tage. So ein Blödsinn. Also los, gehen wir? Ich geh mit. Bleib hier, Itzel! Du bringst nur Unglück über uns! Aber ich will Bullock nicht mit ihnen allein lassen. Okay, los geht's. Ich liebe alte Ruinen. Da gibt's immer was zu entdecken. Psst, Hoodie, Mia, kommt mal her. Wir sollten versuchen, sie ein bisschen aufzuheitern. Zittert schon mal, ihr bösen Geister. Wir kommen! Das ist ätzend. Wow, echt genial hier. Guck mal, eine Vogelspinne. Ah, ich hasse Spinnen. Ja, halt mal. Ich will ein Foto machen. Ah, ich glaub, du bist vollkommen verrückt. Was meint ihr? Wollen wir vielleicht umkehren? Hast du auch Angst? Wer? Ich? Machst du Witze? Wow, toll! Was für eine schöne Schlange! Welcher Basketballer darf sein Auto überall abstellen? Tony Parker!
Gollop, komm her! Wartet mal, ich werde das Ding aus dem Weg räumen. Alles klar? Ja, alles okay. Aber wir sind eingesperrt. Was ist das Schlimmste für einen Basketballer? Na, wenn er einen Korb kriegt. Sag Toni Bescheid. Wir versuchen inzwischen hier rauszukommen. Okay. Oh, ist das hier drin gruselig. Der Hund hat was gefunden. Aber das ist kein Ausgang. Da ist die Figur. Und Itzels Kette. Hey, seht mal. Unglaublich. Das sind Kombinationen des Pock-da-Pock. Wartet mal. Anscheinend weisen sie auf eine Art Ausgangsmechanismus hin. Sagt mal, Jungs, wollt ihr es nicht mal versuchen? Stella? Ich glaube, wir sind bereit. Dann mal los. Ja! Welcher Basketball-Champion badet gern mal im Fluss? Michael Jordan im Jordan. Toni! Die anderen sind im Tempel eingeschlossen. Schnell! Was? Die Götter sind verärgert. Wir haben ihre Geister gestört. Keine Panik. Alles in Ordnung. Und außerdem haben wir die Figur wiedergefunden. Buluk hat sie geklaut. Wegen des Agavenkaugummis. Er hat sie in den Tempel geschleppt, in sein Versteck. Und er hat auch Itzels Halskette weggetragen. Bravo. Aber das nächste Mal spielt ihr bitte nicht die Abenteurer, okay? Wow, es tut uns echt leid, Leute, dass wir euch beschuldigt haben. Schwamm drüber. Ist schon vergessen. Können wir dann jetzt endlich spielen? Ja! Toni, ich weiß, wie wir gewinnen können. Ich habe alles hier drin. Scheint gelernt zu zielen. Ja! Yeah.
Zeit! Ihr wart alle sehr gut, aber wir haben ein Problem. Wir verlieren. Genau. Deshalb müssen wir versuchen, diesen sprunggewaltigen Hallak zu neutralisieren. Oder wir spielen die andere Variante, die ich fotografiert habe. Ich weiß nicht. Die ist gefährlich. Keine Angst, Toni. Wir schaffen das schon. Das ist eine alte Technik des Pop da Pock. Kennt ihr die etwa nicht? Die High Fives sind 2 Punkte vorn. Und es sind nur noch 15 Sekunden. Achtung, der Wurf der gefiederten Schlange! Ich habe eine Überraschung für euch. Oh. Wow. Originalgetreu zusammengesetzt, fixiert mit einem Superklebstoff. Aber eigentlich habt ihr ja begriffen, dass ihr sie gar nicht braucht. Oh, danke, Stella. Du hast sicher recht, aber wir behalten sie lieber noch ein bisschen. Okay.